Artyom! Hier! Gott sei Dank, du lebst noch. Wir haben Stepan verloren. Mist! Hey, Ruhe! Was ist denn? Ein Geräusch aus dem Tunnel. Hört ihr es nicht? Da kommt etwas. Ein Zug. So, so, so. Was zur Hölle? Sieht nach einem automatischen System aus. Das schaue ich mir mal an. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl dabei. Alles klar. Es gibt keinen anderen Weg. Jetzt bin ich mal gespannt. Wird sich zeigen, ob wir so weit kommen. Wir waren jetzt nah an D6. Kaum zu glauben, dass wir die legendäre Kommandozentrale gefunden hatten. Aber war das so viele Leben wert? Bald würden wir die Antwort wissen. Es gibt keine Raketen. Oder doch? Keine Ahnung. Gasmasken, schnell! Meine nie abgenommen. Artyom, nimm meinen Ersatzfilter. Ja, Ersatzmaske wäre nicht schlecht gewesen, weil es mich schon wieder angekratzt. Auch schön, dass man eine andere Gasmaske hat, ehrlich. Ah, wenige angekratzt Gasmasken. Liegt hier noch irgendwas zwischen den Sitzen oder so? Verdammt, 20 Jahre ohne Wartung sind sowjetische Militärgebäude zu viel. Pass also gut auf. Besonders du, Artyom. Besonders ich. Sieht sauber aus. Der Kontrollraum sollte da sein. Schauen wir mal. Ullmann, Wladimir, bleibt hier und gibt Deckung. Man weiß nie, was kommt. Artyom, du kommst mit mir. Jawohl, Herr Offizier. Oh, da ist der Offizier. Oder das ist ja doch das Offizier. Komische Maske, kennt man den? So viele Züge, ne? Ich habe ein sehr ungutes Gefühl bei der Sache, ganz ehrlich. Genau so hatte ich mir alles vorgestellt. Diese Gebäude haben etwas, und zwar eine sowjetische Seele. Aber was weißt du schon davon? Danke. K
grenz mich aus, mach Mobbing. Hier steht, dass es oben ein Luftfiltersystem für Notfälle gibt. Diese Systeme wurden robust gebaut. Gut möglich, dass es noch funktioniert. Gut möglich, dass du stirbst, wenn ich dir den Kopf schieße. Hey, Miller! Was ist los? Nichts Gutes. Wir haben zu sehr auf diese Maschinen vertraut. Muss alles von Hand repariert werden. Artyom, da ist ein Notstartsystem. Geh nach oben zu diesem Vorsprung. Ich sag dir dann, was du tun musst. Wenn keine Viecher kommen, kein Problem. Artyom! Da müssten vier Startermotoren sein! Such sie! Um damit anfangen zu können, musst du erst alle Abdeckungen öffnen! Jo. Und jetzt? Zweiter Knopf gedrückt. Gar keinen Sinn. Zweiter Knopf! Ein bisschen nach links! Verdammt! Erster erledigt! Vierter Knopf! Fast da! Ja, vierter Knopf. Vierter Knopf! Mach ich doch schon. Mach ich doch schon. Bleib doch locker. Erster Knopf. Na los! Komm hierher zurück! Hurra! Okay, Soldaten, zum Bahnsteig. Wow, so schnell! Du hättest ein Athlet werden können! Los, starten! Keine Chance! Nochmal versuchen! Hoffnungslos! Scheiße! Cool! Genau wie in den Hollywood-Filmen über die Sowjetunion. Alter Spasti, ehrlich. Cool! Das ist ein Thema, das... Hey, Oberst, was ist los? Wir sind fast runtergefallen. Alles gut. Artyom, wir rücken ab. Genug mit der Ausrüstung gespielt. Gespielt. Spasti. Jetzt genug Zeit, oder? Jo.
Los! Und jetzt passiert irgendwas. Gott sei Dank müssen wir nicht den ganzen Weg gehen. Aber irgendwas fühlt sich hier falsch an. Viel zu einfach alles. Ullmann nach links, Professor nach rechts. Artyom, gib mir Deckung. CD6. Wenn die Pläne stimmen, müssen wir dahin. Aber wie können wir das Tor öffnen? Ideen? Artyom. Gehen wir eine Runde gucken. Nö, kein Plan. Was wenn... Ach, Ullmann, los geht's! Das wird's bringen. Strom ist fast alle, oder? Ja. Und jetzt leise. Los. Hier entlang. Ausgezeichnet. Diese billige Schleichwerbung. Ullmann, bewachen Sie die Tür. Wladimir, das ist dein Gebiet. Was brauchst du? Guck mich gern trotzdem nochmal um hier. Warum sollte hier jemand schießen, fragt sich. Das, ey. Anleitung A124, Seite 3. Platine DS22. Ah, genau. Da. Oberst, was ist das auf dem Monitor? Wunderbar. Endlich zahlt sich die Ausbildung aus. Oberst, diese Bildschirme. Tolles Gedächtnis, Wladimir. Ich habe immer gesagt, dass die Armee etwas wert ist. Es funktioniert. Super. Oh. Erstens, gestorben. Zweitens, zerstört. Drittens, zerstört. Das kann nicht sein. Hier ist einer. Jetzt kriege ich alle Informationen. Ausgezeichnet. Was zum Teufel ist passiert? Reservebatterie leer. Was ist mit dem Hauptstrom? Anscheinend ist der Reaktor deaktiviert. Von hier aus können wir nicht starten. Wir müssen ihn auf unterster Ebene von Hand starten. Dem Planer ist das nicht schwierig. Geht fast alles automatisch. Hör auf zu lachen. Wie kommen wir runter? Nun, eine Etage tiefer ist ein Aufzug. Aber um ihn betreiben zu können, müssen wir alles andere ausschalten. Sogar das Notlicht. Das wird nicht. Dann haben wir keine andere Wahl. Danke, Wladimir. Bleib hier und pass auf. Wir beeilen uns. Artyom, Ullmann, mitkommen.
Super. Versuche den anderen zu treffen. Alter, was war das für eine Gasblase? Scheiße. Ich wusste, es ist nicht einfach. Hier kommen die Söhne der Apokalypse. Ullmann, Planänderung. Sie verteidigen mit Wladimir die Stellung. Wenn etwas passiert, schicke ich Artyom. Viel Glück. Jetzt bin ich gespannt. Nachladen. Puh. Raus hier. Oh, nö. Verdammt! Der Aufzug ist da hinten, aber die Tür ist zu. Okay, wir müssen außen herum. Vorsichtig! Wir decken uns gegenseitig. Boah. Wie geht das denn, Alter? Was ist das denn für ein Scheiß? Einfach dafür, dass wir durchrennen. Boah, Alter, megamäßig fett, ey. Was ist denn im Arsch rausgekommen? Ich renne jetzt durch. Ja, sicher, man kann nicht mal durchrennen, weil die Viecher seit Zeit anficken, Alter. Ist eine Granate rein, glaube ich, einfach. Mal gucken, was passiert. Ey, die ficken ja echt einen an, Alter. Hat keinen Sinn. Komm einfach nicht nach. Jetzt ist er gestorben, natürlich. Ja, Miller ist so dumm, Alter. Was ist das für ein Scheiß, ey? Das ist keine Chance, wenn er so langsam läuft, dahin spaziert. Einfach raus, das ist das Problem, und dann irgendwann sind sie da. Einfach außen entlang, vielleicht geht das besser, als immer den kürzesten Weg zu nehmen.
Ist wieder tot jetzt, oder? Mein Gott, ist doch scheiß dort. Er spaziert dadurch, anstatt zu rennen einfach. Ne? Er spaziert dadurch. So ein hässliches Kind habe ich lange nicht mehr gesehen, Alter. Statt der Medi nimmt, geht auch wieder nicht bei dem. Kann selbst nicht mehr vor sich aufpassen. Wie soll das denn funktionieren? Ey, der Typ kann nichts, Alter. Der Typ kann gar nichts. Explodier vor mir, Mann. Muss ich halt alles einkassieren wegen dir, ey. Ja, dann kassiere ich halt, dann schießt er in mich rein oder wie auch immer. Keine Ahnung, was damit jetzt wieder los war. Alter, das ist doch Schwachsinn. Das zum geht nicht mehr, das Spiel. An der Stelle ist es unlogisch. Wieso der schleicht? Der schießt die doch, Mann. Ey Junge, dass der aus 2 Meter Entfernung nicht trifft, ich verstehe das Prinzip einfach nicht. Wie soll man die denn töten? Nicht nachdem sie geschossen worden können. Ja, toll. Ich will wissen, wie man die Viecher gescheit killt, das ist doch unschaffbar. Jetzt gegenseitig, du deckst gar nichts, Alter, dein Skill, ey. Mach doch keinen Schritt nach vorne, du Behindertenkind, ey. Ich kann auch nicht alles machen. Und ehrlich, für den ist er dumm, ey. Ich bin schon so weit mit dem, ne? Und dann kriegt der wieder ab, Alter. Nach. Von über Leute an. Er ist wieder schon tot. Ey, wie soll man den schaffen? Er stirbt immer viel zu früh. Ey, es ist unmöglich zu schaffen mit dem. Ich muss anscheinend hier nach außen gehen und hier alles abvisieren. Das ist 2 Meter Entfernung, trifft er den nicht. Alter, wieso treffe ich den denn nicht? Keine Chance, mit keiner meiner Waffen kann ich einen gezielten Schuss setzen. Boah, Alter, und sofort
fliegt mir alles um die Ohren, Alter. Erstmal recht, die Munitionspacks, die sind so klein von den ganzen Waffen, ne? 40 Schuss reicht dem Leben aus. Kann man zerstören? Gut. Ach, die vier kann man zerstören auf dem Boden. Dann läuft die jetzt mal fett an. So kommt man nämlich viel besser voran. Stirb, du Mistviech! Pasalackenviecher! Gasblase darf nicht... Boah, wie muss der Spasti... Erstmal ist der ultra langsam und dann ist der ultra schnell! Es ist doch wieder unmöglich zu kriegen, Alter.